Wir stillen erstmal unseren Hunger und unseren Durst. Zack. Warten, warten, warten. Da ist ja genug zu trinken. Sehr gut, frisches Wasser. So. Muss mal ein bisschen beschleunigen. Zack. So, ich wollte jetzt erstmal ein bisschen Stoff sammeln. Und dann in die Höhle. Das könnte unter Umständen sehr mühselig werden. Oh, bisschen Geld. Da kann man auch schönes Feuer mitmachen. Eine Uhr für Bomben. Oh, noch eine Uhr. Den Nutzen eines Tennisballs konnte ich noch nicht feststellen. Oh, schon voll. Ein Stöcklein. Ist auch genug. Also Alkohol. Können wir uns ja wieder ein paar Mollys bauen. Genau, dann muss das da nicht so rumliegen. Dann machen wir das gleich. Und James. James Last. So, wie viel haben wir denn? 236. Wie viel nimmt man denn mit in so eine Höhle? Wie viel Stoff? Oh, da war eine Batterie. Auch nicht schlecht. Weil der Stoff... Damit kann ich mir eine Fackel bauen, die mir hoffentlich dort unten die Kannibalen vom Leibe hält. Oh, noch eine Batterie. Oh, genug Uhren. Na, den nehmen wir doch auch mit. So. Meine Panzerung ist noch voll. Das ist gut. Da liegen überall noch Stöcker rum. Die nehmen wir natürlich auch mit. Oh. Ja. Was mache ich denn jetzt damit? 5 Stück habe ich schon. Hier habe ich auch noch ein bisschen Schutz liegen, falls ich unterwegs... Oh, das sind schon wieder genug. Falls ich unterwegs so stark attackiert werde, dass ich mich ganz schnell wieder ausrüsten kann. Ne? So. Scheiße. Nicht erwischt. Sehr stürmisch. So. Das ist alles schon voll. Hier haben wir noch was zu trinken wieder. Da liegen auch wieder 2.
um da noch eine. Huh? Ach so, er ist schon voll. Das war ja wieder super. Wieder selbst ausgetrickst. Drei aufgenommen und drei lagen auf dem Boden. Huch! Wo kommen die denn auf einmal her? Respawn. Ja. So. Wie sieht denn mein Inventar aus? Ja, das sieht gut aus. Okay. Gehen wir mal davon aus, je mehr Tücher ich... Ach so, ist schon vorbei. Je mehr Tücher ich... dort ranmache, desto länger sollte das brennen. Hoffe ich mal. Ich weiß es nicht. Aber gehen wir mal vom Positiven aus. Jetzt gucke ich mal, ob ich den noch mit Zähnen... Ja, was muss ich denn noch? Ach so, das hier, genau. Weil wenn ich den denn als Waffe benutze... Nee. Muss ich es für jeden Zahn einzeln machen? Tatsache. Aber wieso sehe ich denn hier nichts? Aha, ja, weil das nur so eine kleine Spiegel sind. Okay. Gut, habe ich gleich wieder ein bisschen mehr Schaden. Dann wagen wir uns mal in die Höhle. Ach so. Ich bin ja ein kleiner Schisshase. Und damit ich das, was ich jetzt alles gemacht habe, eben bisschen gesammelt und hier und da, ne, damit ich die Zeit nicht doppelt investieren muss, mache ich ein kleines Speicherlein. So. Und jetzt geht's ab in die Höhle. Ohne die Fallen auszulösen. Ich bin gespannt. Das erste Mal, dass ich freiwillig eine Höhle besteige. Ich kann ja das Licht schon mal anmachen. Ja, kurz warten, bis er sich wieder erholt hat. Das ist natürlich auch fies, ne? Wenn man jetzt ganz nach unten geklettert sein sollte und auf einmal keine Energie mehr hat. Und zufällig sind die Gegner gerade dort. Da laufen auch schon wieder welche rum. Oh Gott. Oh Gott, das macht mir jetzt schon Angst. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, was soll's. Wir haben gespeichert, ne? Mann, 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 Mann. Oh. Was hat er mir denn damals? So, jetzt geht's nämlich gleich ab hier. Die wachen eh auf. Schnell wieder anmachen. Nein! Nein! Scheiße! Vielleicht sollte ich mal eine andere Waffe nehmen. Hoch!
Ja, mit einer Taschenlampe wäre es wahrscheinlich besser. Aber die habe ich noch nicht. Oh ja, hier ist mehr Licht. Hau ab! Schrei doch nicht so. Meine Güte. Komm her. Komm schon, komm schon, komm schon. Was mit dem? Achso. Okay, Seile habe ich auch schon genug. Okay, haben wir das schon mal überstanden? Okay. Gut, Energie ist auch noch alles gut. Das fülle ich mir mal gleich noch auf. So. Ich hoffe, jetzt kommen nicht so viele hier von diesen komischen Kannibalen. Ich nenne sie einfach mal Kannibalen. Ja, nun weiß ich auch gar nicht, wo ich hier hinlaufen soll. Das ist ja ein Höhlengeflecht. Aber es werden wahrscheinlich nicht die einzigen gewesen sein, die ich gestoßen bin. Jetzt muss ich bloß. Da ist das Seil. Gut. Schädelbräunig. Gott, oh Gott, oh Gott. Macht denn hier so eine Geräusche? Hier ist schon mal nichts. Es hört sich hier echt lustig an. Ja, okay. Also hier scheint nicht zu sein. Dann muss ich also hier lang. Das hier kann ich ja eigentlich hochgehen. Ja, kann ich. Schön Lärm machen. Alles absuchen. Da ist doch schon wieder eine. Och nee, das ist eine mit so einem Tentakeln. Gegen so einen habe ich ja hier, glaube ich, noch gar nicht gekämpft. Bin ich ja gespannt, ob der stark ist oder nicht. Die Frage ist, ob er alleine ist oder nicht. Er haut er jetzt ab oder was? Nee, er haut nicht ab. Aber ich weiß jetzt gar nicht, wie das ist, wenn ich einen Molly nehme. Achso, dann packt er das weg. Okay. Nein! Ich hab's nicht angezündet. Super. Okay. Ah.
So ist das, wenn man nicht mit der Steuerung klarkommt. Heftig. Uah! Schnelle! Medizin! Hilfe! Nein! Boah, erstmal abhauen. Okay. Hier geht's noch tiefer nach unten, aber... Das war ja knapp. Also ich glaube, noch besser hätte ich mich... Ja, er schreit nochmal hinterher. Am besten springt er jetzt noch runter. Noch besser hätte ich mich nicht anstellen können. Der absolute Hammer. Der absolute Hammer. Oh, ich merke gerade, ich glaube, mein Mikrofon ist etwas zu leise eingestellt für die Nebengeräusche. Aber das kriegen wir beim nächsten Mal hin. Was geht hier jetzt ab? Eigentlich will ich wieder raus hier. So. Wo geht's hier hin? Gott, steht der da oben? Das wäre scheiße. Hä? Muss doch irgendwas sein, oder was? Verstehe ich nicht. Bring mal ein bisschen Licht ins Dunkle. Oh, hier geht's ja doch lang. Ich will nach oben. Hilfe. Wo ist denn hier ein Ausgang? Meine Güte. Das ist ja sehr nervenaufreibend hier. Ja, ich gehe mal ganz stark davon aus, ich werde diese Höhle nicht mehr lebend verlassen. Super. Okay, ich dachte, es wäre ein Ausgang. Aber das war es nicht. Ja. Klasse. Ich gehe hier anscheinend immer tiefer in die Höhle. Und hab jetzt schon total die Orientierung verloren. Klasse. Ja. Ja, super, ein Stock. Ein Seil. Ist es ein Seil? Es ist ein Seil. Okay, super. Dann gucke ich mich doch noch mal ein bisschen um hier, weil jetzt weiß ich ja, wo tja, meine Rettung ist. Das Seil. So. Das gucken wir doch mal. Ist natürlich lustig mit den ganzen Geräuschen hier im Hintergrund. Denkt man immer, dass hier irgendwer lang geht. Obwohl hier gar keiner ist. Ja.
Von hier bin ich, glaube ich, gekommen. Babys! Was machen die? Die greifen mich bestimmt auch an. Oh nein, 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 nein. Da, oh, jetzt ist auch noch meine Fackel aus. Ich drehe durch. Oh, ich sehe gar nichts. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Also mein Feuerzeug geht jetzt auch alle. Oh. Oh. Erleichterung. Ich hoffe, ich komme jetzt. Okay, ich ruhe mich mal kurz aus. Ich bin auch aus der Puste. Oh. Ja, mein Feuerzeug macht auch nicht mehr lange mit. Das mache ich mal kurz aus. Kletter ein kleines Stück nach oben. Mache es jetzt wieder an. Nein, ich hab's gewusst. Ich hab es gewusst. Oh, scheiße. Oh. Ist doch zum Mäusemelken. Ja. Augen zu und durch, würde ich sagen. Na gut, Augen zu wäre jetzt in dieser Situation sehr schlecht. Oh. Nein, nein, nein. Was blinkt denn da so schön? Oh nein! Okay. Gott, oh Gott, oh Gott. Geräusche, Geräusche. Nein! Ich muss da durchs Wasser. Oh. Oh, super. Super toll. Okay. Nein, 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 nein. Hilfe, Hilfe. Ja, das ist natürlich jetzt Blindflug. Ja. Ich versuch's einfach mal. In der Hoffnung, dass wir durchkommen. Ich glaube, Feuerzeug, ja, geht auch nur, solange wir über Wasser sind. Okay, und go. Einfach nur geradeaus schwimmen. Einfach nur. So wie es aussieht, passiert hier nichts. No. Wenn ich jetzt was sehen würde. Wo bin ich denn jetzt? Hallo. Bin ich jetzt schon irgendwo? Ey, jetzt geht mein Feuerzeug nicht mehr. Oh, super. Ah. Also kann ich hier nirgendwo? Irgendwas verändert sich hier, glaube ich. Okay, okay. Oh oh, oh oh. Ja, okay. Ich habe jetzt total die Orientierung verloren. Nein, nein, nein. Shit. Shit, 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 shit.
Ja. Das war es. Oh. Oh. Nein. Nein. Aber er war doch eben über Wasser. Ja, okay. In der nächsten Folge ein weiterer Versuch, länger zu überleben, allerdings ohne in eine Höhle abzutauchen. Vorerst.